Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Nuka World. In der letzten Folge haben wir Nuka World mehr oder weniger betreten, wurden aber von einigen Raidern hier herzlich willkommen, die uns zu einer Feuerprobe eingeladen haben, welche uns bisher nur ein bisschen nervt und nicht wirklich herausfordert, obwohl das letzte war doch schon ein bisschen schwierig. Was kommt jetzt? Wir hatten MGs, mehr oder weniger so ein paar Labyrinthe mit ein paar Fallen und ja, den kann ich nicht. Doch, sagt mir, wollt diese Viecher auf mich losgehen lassen? Habt ihr eigentlich alle eine Waffe? Red-Ratte. Und so. Alter! Alter, was hält dir alles so viel aus? Jetzt meine ganzen Immerwaffen nicht dabei, aber trotzdem. Wie die Ratte so nach links so gut hat. Oh Gott, was? Was hast du mit Jimmy getan? Mein Gott. Hallo. Hallo. Das hier geht nicht von da. Und das geht von hier. Mal schauen. Alter. Boah. Ich krieg grad nicht. Ich schleppe gleich schon wieder so viel Müll mit mir rum in diesen Sachen. Dann bin ich voll viel erleichtert durch die Gegend rumgelaufen. Was hast du denn da gefunden? Oh, jetzt muss ich wieder hier erstmal durch. Oh, was? Wieder jemand, der flüchten will und es nicht geschafft hat. Glaube ich. Nee. Irgendwas anderes, egal. Aber bestimmt unbedeutend. Oh nee. Wo bist du denn? Was? Ist das ein Spielzeug, Alien? Was? Alter! Krieg ich hier von allen Schaden? Haben, hallo? Das ist ein Alien Blaster. Ey, wie ich von allen hier so viel Schaden kriegt, aber habe ich eine Power Armor an, hallo? Schon wieder leicht tot ist, ist klar. Also kaputt meine ich. Ja, meine Power Armor, die ist tot. Und sonst. Oh, na warte. Wenn ich den erwische. Nämlich durch die ganzen Fallen hier getrieben hat. Den verpasse ich einen Home Run. Ich würde noch nicht mal irgendwo hin, was? Schon wieder so ein Geschütz. Ich frage mich, was der sagt, wenn ich hier durchkomme. Oh. Ich nehme an, da ist nichts. Auch was denn? Ich will ja. Wahrscheinlich kann ich sowieso keine Leichen fressen, wenn ich Power Armor ausgerüstet habe. Ne, das ist ja immer bei solchen Sachen. Oh.
Der Protektor, der wird wahrscheinlich gleich. Oh Gott. Was bist du denn? Okay, er geht nicht auf mich los. Aber das Ding explodiert gleich. Wo ist Strong? Ist ja schon wieder verloren gegangen oder was? Hey. Wo, oh, was? Wieso bist du jetzt auf einmal? Na gut. Gut. Ist das nix? Ja, ja, alles gut. Ja. Rex Plan. Namen nehmen? Was? Alter, warum so wenig? Ey, das ist nicht so fassen, wie wenig ich abziehe. Wie heftig aussieht. Oh, Kacke. Blöde Mistviecher, ey. Gott. Alles durch die Gegend fliegt. Wisst ihr, ich hätte erst Reva 2 mitnehmen sollen. Die eine Waffe, die gegen Myolux und Insekten voll effektiv ist. Ich dachte mal versuchen den Flammenwerfer. Da kann man gar nicht rüber, oder? Jetzt kommt der Kammerjäger! Alter, warum? Hey. Nicht mal die Falken dadurch? Willst du mich verarschen? Und ich bin tot. Alter. Ich verstehe die Schwierigkeit manchmal echt nicht. Im letzten Paar habe ich alles auseinandergenommen mit meinen Waffen. Ja, okay, da waren andere Waffen, aber trotzdem. Oha. Hey. Hey, will ich wahr sein? Wenn man so ein riesiger Unterschied ist. Ja klar, die sind durch so eine blöde Falle gegangen. Wie will sie das denn erzählen? Oder ich will dich kaputt hauen. Ach so, mach noch mal. Ja. Das muss ich öfter mal passieren. Ach so, ich hab Gott nach der Baba Power. Oh, ich habe den Level 101 erreicht. Jetzt bin ich Fallout 3. Jetzt bin ich der Fallout 3, Junge. So, direkt mal aufleveln. Ich möchte mehr Schaden haben, bitte. Kann irgendwie nicht wahr sein. Oder was habe ich hier noch? Ja, wenn er gesund ist, fängt sich jetzt aus, mehr Schaden, während der Effekt anhält. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich brauche mehr Schaden, so geht das einfach nicht. Aber was? Das ist das Problem. Ja, 50 des gegnerischen Rüstungswert. Ja, Problem ist, was habe ich jetzt alles dabei? Da nehme ich lieber Dingens. Nerdwood. Uff, tue ich auch mehr Schaden anrichten, wenn ich unter 20% habe. Aber ich bin noch nie unter 20%. 20%, das heißt, ich müsste 40 HP haben. Nee, Quatsch. Ich müsste 160 HP haben. Okay. Ja, das hat mit den Dingens hier mit den vielen Speicherständen, Speicherständen.
er konnte jetzt nicht mehr einen automatischen Speicherstand machen. Die tun dann auch immer einen neuen Speicherstand machen. Ja, ich glaube, ich muss den Glitch schon mal benutzen, um mehr Schaden anzurichten. Das einfach nicht. Okay. Der ist nach oben gegangen. Okay, der hat keinen Bock mehr gehabt. Weiß ich, sind Granaten, aber das ist hier nicht. Mich am Arsch. Ja, ich glaube, ich muss den XP Glitch noch mal benutzen, damit ich ein bisschen mehr Schaden anrichten kann. So geht halt irgendwie nicht. Ja, voll der Horror-Trip hier. Alter, warum kann ich die nicht? Aha, wie lange geht das hier noch? Hat ist irgendwo Gift oder ich weiß, ich tue hier viele Schlösser und zu ignorieren, aber und dann rastet Strong schon wieder aus. Okay, zum Teufel. Ja, dann ist noch eins, ich weiß. Ja, wie mache ich das jetzt auf? Einfach so, ne? Ja. Warte, wie dich bist du denn? Ein bisschen wach. Alter. Alter, wo kommt die alle her? Yeah. Ja, geil. Boah. Alter, ich habe jetzt schon so oft auf dich drauf gehauen, ne? Du gibst doch nicht. Oh, mach ihn, ne? Ja, lass mich ran. Die anderen sagen einfach nur so, ja, hier ist irgendwas kaputt. Funktioniert nicht richtig. Oh, raus her. So. Wo ist der Typ, der für alles hier verantwortlich war? Ich möchte ihn eigentlich reinhauen. Auf freundliche Weise natürlich. Ich dachte, Luca Bird wäre freundlich, so wie ich das gesehen habe von den Trailern. Aber anscheinend nicht. Irgendwie so ein Trend sein, hat man erst irgendwas voll schweres und was irgendwas mit Gegnern zu tun hat, erledigen muss. Wow, aber geil umschrieben, bevor man irgendwie in die DLCs rein kann. Aber Tomatron Hauser, aber Tomatron war eigentlich nur ein riesig langes Dungeon ganz am Ende. So. Dann Ameisen aus Fallout 3.
Die sehen aber anders aus. Sie sehen auch nicht so groß wie die in Fallout 3. Ja. Aha. Okay. Ameisenfall. Fand ich euch weniger Verteidigung, als ich mit meinen Rüstungen habe. Meinen normalen, ne? Oder? Ah. Und der kommt mir nicht. So. Was? Wodurch kriegen die Schaden? Ach, durch diese Klingen an meinen Baseballschläger, oder? Ja, ich tue absichtlich nichts öffnen. Damit mich Strong nicht verprügelt. Wird hier alles öffnen, wenn ich bald nicht. Wenn ich raus bin, wenn ich Strong ablegen kann. Schießt auf. Boah, will ich verarschen? Ach, ihr seid diese Jünger. Ich dachte. Boah, was zum Teufel? Ich kann ja echt immer nur. Boah. Ich kann ja echt immer nur wegrennen. Wo sind die? Warte. Ich bin gleich voll überladen, ne? Ihr Pisser. Er guckt mal links. Was? Wo rennt ihr alle hin immer? Hey, ich geh völlig hier. Meine schöne Rüstung kaputt gemacht. Jetzt muss er sterben. Ja, ich weiß, du bist stark, Strong. Cola Casa Arena. Boah. Wir gehen ihm auf die Nerven. Muss die fertig machen. Auf die Stelle. Kommt so was von hierher. Jetzt auch so eine Power Armor. Meine ist gleich kaputt. Danke. Warum kann ich hier nicht anschließen? Bitte sag mir, als diese Nuka Cola Rüstung, die würde ich gerne haben. Sieht aber nicht so aus. Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalt jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Sieht mickrig aus. Hier eine kurze Erklärung. Over, Boss. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Wenn du denkst, diese Powerrüstung würde dir was Gutes tun, dann täuschst du dich. Ich habe die Power von Wim auf meiner Seite. Lass ihn durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Oh, mir wird das noch viel mehr gefallen. Na, warte, der kriegt so was in der Fresse. Gut, hör verdammt noch mal zu, wenn du da lebend rauskommen willst. Ich habe nur eine Minute. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Willst du und
Okay. Sterben oder was? Ah, was willst du denn? Verschwende keine Zeit. Ja, ich muss erstmal die Sprechanlage finden, Kollege. Hey, ich weiß, dass du... Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Gut, ich höre zu. Braver Junge. Sieh mal, okay. Du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Power-Rüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Ich mal einen Fatman mitgenommen. Er ist also ein schummelnder Feigling. Verstanden. Ah, er ist von vorn bis hinten ein Betrüger. Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Okay. Was sollen die mir anbringen? Minigun. Das war echt hier. Wo denn? Hier war nicht an, der meinte hier die Minigun, oder? Durstlöscher, was? Wasser 9 Watt? Ich verarschen? Hm? Ist das eine Wasserpistole? Ja, ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir ein... Ja, wegen Strom oder was? So einen wollte ich schon immer haben. Wäre ein tolles Spielzeug für Sean gewesen. Ach, dann ist das dein Glückstag. Glückwunsch. Können wir jetzt weitermachen? Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Ihr bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Okay. Mit einem guten Wasserhaushalt ist der Kampf schon halb gewonnen, oder? Er hat keine Wahl. Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Was? Zum Teufel. Hey, was? Oh, was ist jetzt auf einmal los? Das Spiel abgestürzt, was? Ey. Mann. Gerade wo ich meine Waffe gesucht habe. Boah, ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Gut, nochmal rein. Ist das ein Dreck? So. Oh. Ja, ich mache jetzt hier. Weil ich wollte schon lange irgendwie ein Thumbnail und so was alles machen, aber kann ich irgendwie nicht, weil hier irgendwie nichts zum Thumbnail machen ist. Ich muss gleich noch ein paar aufnehmen. Hm. Okay. Anchorage, Operation Anchorage, genau, da war eins der DLCs. Das war auch geil. Warum haben die jetzt so wenige? Das sind alles nur Sachen zum Bauen oder so, aber weniger mit Inhalt. Was soll das? Der Bethesda kann das viel besser, eigentlich. Mal gucken, wie das hier wird. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Wahl habe, irgendwie wieder zurückzugehen, zurückgehen. Um mich hier ein bisschen hochzuleveln. Weil das geht irgendwie nicht.
Ödler mache ich alles platt. Da kommen irgendwie Supermutanten und so, die haue ich mit meinem Radiumgewehr weg. Ich habe jetzt zwar andere Waffen, aber trotzdem. Darf doch nicht wahr sein. Meyerlurks und so mach mich fertig. Gunner mach mich fertig. Ameisen machen mich fertig. Ich rechne ja mal, dass ich hier irgendwelche voll überpowerten Waffen auch neuer kriege aus dem DLC. Aber mal schauen. Natürlich auch blöd, wenn die Gegner mitleveln. Ich sollte wohl alles auf Schaden irgendwie hier machen. Ich habe das Gefühl. Sonst geht das nicht. Wenn der letzte Kampf hier so. Ja, der letzte Kampf der Final Battle hier irgendwie auch so geskriptet ist von dem Level her, dann kriege ich Probleme. Weil wir wahrscheinlich Kampf in höheren Ausmaßen sein, wenn ich so an Fallout 3 denke. Was auch voll extrem war. Das halbe Ödlandrennen mit 1 Million Gegnern, die man besiegen muss. Ja. Zur Sprechanlage an der Wand. Naja, ist gut, ist gut. Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Gut. Ich brauche. Sieh mal. Das. Von einem Raider hätte ich nichts anderes erwartet. Du kennst uns wohl. Willst du gewinnen? So. Dann sag dann. Ich hoffe, er tut nicht immer an der gleichen Stelle irgendwie abstürzen, weil sonst wäre es nervig. Wasserpistole? Ja. So einen wollte ich. Ah, wenn das Wasser auf Coulter sind, dadurch wird seine Ver. Hm? Mit einem guten Wasser? Er hat keine. Gut. Ja, warte, wer du stürzt jetzt schon wieder ab. Weil ich das einzige Spiel, mit dem was anderem passiert ist, war Final Fantasy Type Zero. Er ist immer. In der exakt gleichen Stelle das Spiel stehen geblieben. Ja, wenn man irgendwie bei nicht so eine Herausforderung geschafft hat. So. Okay. Okay. Würde ich aber sagen, das machen wir an in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich. Wir gucken uns dann noch an. An dieses Abschiedsbrief. Was? Nein. Aber das war also keine große Story. Wie gesagt, wenn ich jemand. Ein Danke, puste ich mir selber das Gehirn aus. Okay. So, dann würde ich sagen, ich beende Part hier und den Typen knüpfen wir uns in der nächsten Folge vor von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.